Die Hausfrau Petra Clausen war schon seit lange nicht mehr glücklich in ihrer Ehe. Werd bloß nicht frech, du weißt, was uns passiert. Ich brauche jetzt einfach etwas frische Luft. Anstatt was Sinnvolles zu tun, braucht mein Darm etwas frische Luft. Und dann stirbt ihr cholerischer Ehemann fast an einem Marmeladenbrötchen. Petra! Herr Clausen wurde mit einer Marmelade vergiftet. Aber ich habe doch nichts getan. Mein Name ist Benita Brückner. Und ich werde herausfinden, ob die unglückliche Ehe meiner Mandantin sie fast zu einer Mörderin machte. Uwe, der Kaffee ist fertig. Na endlich, wurde auch langsam mal Zeit. Petra, wo ist meine Marmelade? Du weißt doch, wie sehr ich diesen Billigkram hasse. Wie konnte ich das nur vergessen? Bitte schön, hier ist deine Marmelade. Werd bloß nicht frech, du weißt, was uns passiert. Entschuldigung. Manchmal frage ich mich, bei wem du mit deinen Gedanken bist. Ich bringe jetzt den Müll runter und dann gehe ich gleich in die Arbeit. Jetzt schon? Du musst erst um 10 im Laden sein. Ich brauche jetzt einfach etwas frische Luft. Ich brauche etwas frische Luft. Anstatt was Sinnvolles zu tun, braucht Madame etwas frische Luft. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Clausen. In ein paar Tagen sind Sie wieder fit. Versprochen. Guten Tag. Liane Karmann, K7. Sind Sie der behandelnde Notarzt? Carsten Leuter. Hallo. Das heißt, Sie haben die Polizei gerufen. Können Sie mir sagen, warum? Herr Clausen hat einen Notruf abgesetzt, weil ihm plötzlich schlecht war. Zum Glück waren wir in der Nähe und konnten direkt Erste Hilfe leisten. Ein paar Minuten später wäre es vielleicht zu spät gewesen. Aha. Das heißt, Sie gehen von einem Verbrechen aus? Aus medizinischer Sicht spricht einiges dafür, ja. Übelkeit, kalter Schweiß, starke Herzrhythmusstörungen, deutet alles auf eine Vergiftung hin. Außerdem hat Herr Clausen gerade gefrühstückt. Könnte es nicht einfach eine einfache Lebensmittelvergiftung sein? Dafür sind die Symptome eigentlich zu stark ausgeprägt. Aber warten wir erstmal den Bluttest ab, dann wissen wir mehr. Wunderbar. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wir müssen Herr Clausen jetzt ins Krankenhaus fahren. Ja, selbstverständlich. Wo bringen Sie ihn denn eigentlich hin? Ins St. Marienhospital. Gut. Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Also, wenn Sie mich fragen, das musste ja eines Tages soweit kommen. Das in diesem wunderschönen Haus. Ein Jammer, nicht wahr? Ja, und Sie sind? Marianne Lehmann. Ich bin die Nachbarin von... Verstehe. Es klingt nicht sehr begeistert. Was können Sie mir denn erzählen? Ja, also wissen Sie, der Mann hatte den ganzen Tag nur geschrien. Ich frage mich ja eh, wie seine Frau das überhaupt so lange mit ihm ausgehalten hat. Und wieso sie nicht schon viel früher versucht hat, ihn abzumurksen. Aha. Wieso gehen Sie denn davon aus, dass Frau Clausen ihren Mann vergiften wollte? Ich will ja nicht indiskret sein, aber ja, ich war gestern im Treppenhaus. Ja, und da habe ich ganz genau gehört, wie seine Ehefrau zu ihm gesagt hat, lass mich in Ruhe oder ich bring dich um. Genau sowas. Vielen Dank, Frau Lehmann. Das war's dann auch fürs Erste. Falls ich weitere Fragen haben sollte, werde ich mich bei Ihnen melden. Ja, gerne. Ich wohne ja gleich nebenan, ja? Danke, Wiedersehen. Wiedersehen. Rolf, denk dran, wir brauchen das ganze Programm, ja? Marmelade, Kaffee und Brot muss so schnell wie möglich ins Labor. Wird erledigt. Guck dir das an. Der Mülleimer ist leer. Ihr müsst dann später noch mal die Tonnen durchwühlen, ja? Mhm. Darf ich fragen, was Sie in meinem Haus zu suchen haben? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie. Liane Karmann, Kommissarin, und das ist mein Kollege Rolf Müller von der Spurensicherung. Sie sind bestimmt Frau Clausen, nicht wahr? Ja, die bin ich.
Du, Liane, ich hol schnell was aus dem Wagen, ja? Alles klar. Würden Sie mir jetzt bitte erklären, was Sie in meinem Haus zu suchen haben? Ja, natürlich. Ihr Mann ist vor etwa einer Stunde mit einer schweren Vergiftung in St. Marien-Hospital eingeliefert worden. Wie bitte? Eine Vergiftung? Ja. Wie geht es meinem Mann? Keine Sorge, der Notarzt konnte ihn im letzten Augenblick retten. Aber entschuldigen Sie meine direkte Frage. Wie würden Sie im Moment Ihre Ehe beschreiben? Gut. Uwe und ich sind seit über 10 Jahren verheiratet, aber wir lieben uns. Warum fragen Sie mich das? Ihre Nachbarin sieht es etwas anders. Und der behandelnde Notarzt geht von einer vorsätzlich herbeigeführten Vergiftung aus. Von meiner Nachbarin, Frau Lehmann, habe ich auch nichts anderes erwartet. Moment mal. Sie glauben jetzt aber nicht etwa, dass ich meinen Mann vergiftet habe. Hat noch jemand anderer Zugang zu Ihrem Haus? Nein. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich habe meinen Mann nicht vergiftet. Das erzählen Sie mir schon seit einer halben Stunde. Sagen Sie mir lieber mal, wie es meinem Mann geht. Der Notarzt meint, dass Ihr Mann das Krankenhaus in ein paar Tagen verlassen kann. Aber die besorgte Ehefrau spielen Sie ziemlich schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ja, bitte. Guten Tag. Frau Clausen? Hallo, Benita Brückner. Sie hatten mich angerufen. Ach, Frau Brückner, danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Das ist doch selbstverständlich. Aber ab sofort überlassen Sie das Reden bitte mir, ja? Brückner, Rechtsanwältin. Kammann, Kriminalhauptkommissarin. Hallo. Hallo. Darf ich fragen, was meiner Mandantin konkret zur Last gelegt wird? Gerne. Der Ehemann Ihrer Mandantin wurde heute Morgen mit einer schweren Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Notarzt geht von einem Verbrechen aus, also haben wir die Lebensmittel, die Herr Clausen zu sich genommen hat, untersucht und tatsächlich in einer Marmelade das Gift Digitalis nachweisen können. Digitalis? Das ist doch ein Wirkstoff, der im roten Fingerhut vorkommt und zur Verlangsamung des Herzschlages führt? Und im schlimmsten Fall zum Herzstillstand führt. Es sieht nach einem natürlichen Tod aus, da das Gift im Blut nicht nachweisbar ist. Und wie kommen Sie ausgerechnet darauf, dass meine Mandantin für die Tat verantwortlich sein soll? Ich meine, immerhin von der Herstellung bis zum Verzehr geht so ein Marmeladenglas ja durch viele Hände. Stimmt. Es gibt da einige Ungereimtheiten, die Ihre Mandantin bestimmt nicht erklären kann. Das Labor hat zum Beispiel festgestellt, dass die vergiftete Marmelade gegen die Marmelade, die ursprünglich im Glas war, ausgetauscht wurde. Ja, aber das habe ich doch nur gemacht, weil Uwe immer unbedingt die teure Marmelade essen möchte. Die können wir uns aber eigentlich nicht leisten. Deswegen kaufe ich immer 2 Gläser von der günstigen Marmelade und fülle 1 davon in Uwes Glas um. Sie meinen ernsthaft, dass ich Ihnen das glaube? Ja, natürlich. Mit dem Shampoo mache ich das genauso. Der Uwe hat bis jetzt noch nie was davon gemerkt. Ja, also für mich klingt das absolut plausibel. Für mich nicht. Ich habe schon eine Menge kreativer Ausreden gehört. Aber die toppt hier wirklich alles. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass ich Ihnen einen Termin beim Haftrichter nicht ersparen kann. Was das genau bedeutet, wird mir bestimmt Frau Brückner gleich erklären. Was das bedeutet, weiß ich selber. Aber ich habe doch nichts getan. Keine Sorge, Frau Clausen. Wir werden das alles aufklären. Können Sie sich denn noch daran erinnern, wo Sie die Marmelade gekauft haben? Ja, natürlich. In dem Laden von Rainer Ginstrup. Ich arbeite da als Verkäuferin. Aber ich habe das Glas weggeworfen, als ich heute Morgen das Haus verlassen habe. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, dass Sie dieses Marmeladenglas sicherstellen und auf Giftrückstände untersuchen lassen. Der Hausmann ist bereits sichergestellt. In solchen Fällen Routine-Sache, falls der Täter die Spuren verwischen will. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich das Marmeladenglas in unseren Hausmüll werfen würde und Ihnen auch noch davon erzählen würde, wenn ich irgendwas zu verbergen hätte. Sie haben doch keine Ahnung, was ich alles schon erlebt habe. Ja, aber das ist doch sehr schön für Sie. Also, ich schlage vor, ich fahre jetzt zu Herrn Ginstrup und spreche mit ihm. Und anschließend gehen wir zusammen zum Haftrichter. Und in der Zwischenzeit beantworten Sie bitte keine Fragen ohne mich, ja? Wenn Sie mir bitte nur keinen Ärger machen. Ich brauche den Job bei Herrn Ginstrup wirklich dringend. Keine Sorge, Frau Clausen. Wiedersehen. 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 Kündigst du dieser faulen Schlampe endlich? Mensch, nur beruhig dich doch, Olga. Petra kommt bestimmt gleich. Sie hat noch nie unentschuldigt gefehlt. Kannst du mir mal verraten, warum du diese blöde Kuh immer in Schutz nimmst? Entschuldigen Sie bitte, wir haben hier ein kleines Personalproblem. Ich weiß, Frau Clausen ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Ich bin Ihre Anwältin. Mein Name ist Benita Brückner, hallo. Anwältin? Was ist denn passiert? Frau Clausen wird beschuldigt, ihren Mann vergiftet zu haben. Ja, und was habe ich damit zu tun?
Sehen Sie, Herr Clausen wurde mit einer Marmelade vergiftet, die meine Mandantin bei Ihnen im Geschäft besorgt hat. Könnte es da nicht sein, dass die Marmelade auch hier manipuliert wurde? Wissen Sie eigentlich, was Sie da sagen? So manches Ladengeschäft ist daran pleite gegangen. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Oh, Frau Brückner auch schon hier. Frau Kammann, hallo. Und? Ist es Ihnen inzwischen schon gelungen, das Marmeladenglas auf Giftrückstände zu untersuchen? Ja, allerdings. Ah, und Sie sind Herr Ginsrup. Guten Tag. Liane Kammann, Hauptkommissarin. Hallo. Wir haben ein Marmeladeglas aus Ihrem Laden sichergestellt, in dem sich Rückstände des Giftes Digitalis befanden. Können Sie sich das irgendwie erklären? Fangen Sie nicht auch noch damit an. Natürlich kann ich das nicht. Herr Clausen wäre fast gestorben. Sie wissen schon, dass Sie besser die Wahrheit sagen. Sie machen sich sonst wegen Strafvereitelung bzw. versuchter Strafvereitelung strafbar. Stimmt. Also wenn Sie irgendetwas wissen, würde ich das jetzt sagen. Ja, okay, ich werde erpresst. Sind Sie jetzt zufrieden? Ganz und gar nicht. Ich denke, wir sollten uns dringend alle mal in Ruhe unterhalten. Das stimmt. Ja, okay. Ich schließe noch kurz den Laden zu und dann gehen wir in mein Büro, okay? Ja. In Ordnung. Das ist einfach so, dass er erpresst wird. Kommen Sie einfach mit. Gehen Sie bitte vor. Wann hat der Erpresser Sie denn kontaktiert? Letzte Woche kam der erste Brief. Moment, ich habe den hier reingelegt. Mal gucken. Hier. Danke. Hinterlegen Sie am 23. um 14 Uhr 20.000 Euro in einer wasserdichten Dose im Mülleimer an der Weilenstraße 22. Oder es könnte sein, dass einige Ihrer Lebensmittel plötzlich ganz neue Inhaltsstoffe haben. Digitalis zum Beispiel, das Ihren Kunden nicht schmecken dürfte. Sehr interessant. Das hätten Sie melden müssen. Ja, ich dachte, das war irgendwie wieder so ein Scherzkeks. Aber gestern kam erneut so ein Brief. Ach so? Ja, und wo ist der? Ja, den habe ich weggeschmissen. Es stand im Prinzip genau das Gleiche drin. Hier 20.000 Euro in der Weilandstraße, hier im Mülleimer deponieren. Okay, aber diesmal werden Sie sich auf die Erpressung einlassen. In Ihrem eigenen Interesse, ja? Ja, wovon soll ich das denn bezahlen? Der Laden wirft gerade so viel ab, dass ich mich nicht und meine Familie davon ernähren kann. Um das Geld machen Sie sich mal keine Sorgen, wir werden es zur Verfügung stellen. Natürlich werden wir bei der Geldübergabe vor Ort sein. Wieso ich? Womit habe ich das verdient? Tja, keine Ahnung. Aber Sie werden in nächster Zeit Ihren Laden schließen müssen. Wir müssen alle Lebensmittel untersuchen. Und Sie müssen eine Warnung an Ihre Kunden herausgeben. Bitte? Dann weiß doch jeder Bescheid. Tja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Also so wie ich die Sache sehe, ist meine Mandantin jetzt jedenfalls mal aus dem Schneider. Ach, das sehe ich gar nicht so. Ihre Mandantin hat hier gearbeitet und hatte die Möglichkeit, die Lebensmittel jederzeit zu vergiften. Vielleicht wollte sie ja nicht nur ihren Mann loswerden, sondern auch bei ihrem Chef abkassieren. Ach, so ein Quatsch. Petra würde sowas nie machen. Da hören Sie es. Also Sie bereiten sich jetzt mal auf die Übergabe vor. Meine Kollegen werden sich bei Ihnen melden, ja? Ach, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich bei der Geldübergabe auch dabei bin? Es ist ziemlich unüblich. Aber wenn Sie mir versprechen, den Einsatz nicht zu gefährden, dann mache ich eine Ausnahme für Sie. Keine Sorge, das habe ich nicht vor. Dankeschön. Dann bis morgen, ja? Wiedersehen. Bis morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Zurück, ja. So, wir kümmern uns jetzt noch mal um den Brief. Ja. Wann haben Sie den genau bekommen? Im Moment geht also die Polizei davon aus, dass meine Mandantin hinter der Erpressung und dem Anschlag steckt. Oder aber zumindest die Erpressung als Trittbrettfahrerin genutzt hat, um ihren Mann zu töten. Ich kann nur hoffen, dass der Erpresser möglichst schnell gestellt wird und ein umfassendes Geständnis ablegt. Ich muss jedenfalls die Zeit bis zur Geldübergabe dringend nutzen, um mehr über das Umfeld von Herrn Ginsrup herauszufinden. Denn wer auch immer das Gift in die Marmelade gemischt hat, der muss Zugang zum Laden gehabt haben. Achtung, es geht los. Ganz ruhig, Herr Ginsrup. Sie machen das richtig gut. Naja, Sie haben gut reden. Gehen Sie weiter, Herr Ginsrup. Nicht umschauen. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Unbekannte Person nähert sich dem Mülleimer. Fehlanzeige. Wer weiß.
Frau Karmann, Sie müssen hinterher, sonst entkommt er. Jetzt beruhigen Sie sich. Wir haben einen Peilsender zwischen dem Geldbündel versteckt und werden dem Signal folgen. Ich melde mich bei Ihnen. Okay. Fahr doch da mal rechts. Ja. So wie es ausschaut, fährt er Richtung Stadtpark. Ja, damit wir ihm mit dem Wagen nicht folgen können. Der kann uns doch unmöglich gesehen haben. Bestimmt eine Sicherheitsmaßnahme. Der Typ ist nicht blöd. Aber den Peilsender wird er nicht so schnell finden. Mist. Die Verbindung zum Peilsender bricht ständig ab. Schau mal da. Okay. Stehen geblieben, Freundchen. Was wollen Sie denn jetzt? Falls Sie meine Nummer wollen, können Sie auch einfach nicht fragen. Du weißt genau, was ich will. Ich will die Dose. Nein, das ist mein Preis. Wer sind Sie überhaupt? Das ist mein ganzen Lustiger. Kommissarin Liane Karmann und das ist mein Kollege. Und jetzt würden wir gern wissen, wer du bist. Darf ich mal deinen Ausweis sehen? So, jetzt schon wieder falsch gemacht. Das ist hier doch ein Fahrradweg, oder nicht? Machst du das mal? Klar. So, dann noch mal ganz von vorne. Wir haben dich beobachtet, wie du aus dem Mülleimer in der Weilandstraße eine Dose herausgeholt hast. Ja, so sind die Spielregeln. Und wie heißt das Spiel? Geld verdienen leicht gemacht, oder was? Ich bin Geocacher. Ah. Das ist sowas wie Schnitzeljagd, bloß viel moderner. Ich fahre zu einem Punkt, hole etwas ab, bring's zum anderen und bekomme dafür meinen Preis. Ich glaub dir kein Wort. Darf ich mal in deiner Tasche sehen? Ja. Also, was haben wir denn hier? Gegen Elvers Kevin liegt nichts vor. Und das sind keine 20.000 Euro. Mhm. Ich fürchte, der Junge sagt die Wahrheit. Was? In der anderen Dose waren 20.000 Euro? Boah, sind hier vollkommen Pech. Ich glaube, du hast eher großes Glück gehabt. Ja, unter Glück verstehe ich aber was anderes. Ja. Sag du uns lieber, wo du die Dose aus dem Mülleimer versteckt hast. Da, der Peilsender bewegt sich wieder. Das heißt, das Geld wurde abgeholt. Der Erpresser hat Kevin ohne sein Wissen als Boten benutzt. Komm los, wir müssen hinterher. Was? Der Erpresser? Ich kapiere gar nichts mehr. I'm a loser, yes, it's true. Like I'm losing since I met you. Through the good times and the bad. Like Frau Karmann, nun machen Sie es doch nicht so spannend. Erzählen Sie mal, haben Sie den Erpresser? Leider noch nicht. Aber ich bin sicher, dass ich ihn gleich verhaften werde. Wir haben in der Dose einen Peilsender versteckt. Und der sendet ausgerechnet ein Signal aus Ihrem Geschäft. Das muss doch ein Irrtum sein. Sie haben doch gesehen, dass ich die Dose in den Mülleimer gestellt habe. Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben sich selbst erpresst. Sie wussten, dass wir Ihnen das Geld zur Verfügung stellen. Warum sollte ich mich selber erpressen? Mal ganz ehrlich. Ich bin zwar knapp bei Kasse, aber ich würde mich doch nicht selber erpressen und womöglich jemanden vergiften? Das ist ja wohl ein Witz. Sie waren der Einzige, der mit Sicherheit wusste, dass wir bei der Geldübergabe dabei sein werden. Deshalb auch der Plan, das Geld von einem Boten abzuholen. Der holt es aus dem Mülleimer, deponiert es im Park. Sehr raffiniert, diese Geschichte mit dem Geocaching. Geo was? Wie soll ich das Geld denn von da hierher gebracht haben? Vermutlich hatten Sie einen Komplizen. Glauben Sie wirklich, was Sie da reden? Ich wusste doch, dass in der Dose ein Peilsender ist. Nicht die Dose, sondern das Geld. Die Dose hat bestimmt Ihr Komplize vorsorglich weggeworfen. Das Geld natürlich nicht. Das werden wir ja gleich sehen. Sehen Sie? Das Signal stammt eindeutig aus Ihrem Gebäude. Alle Fakten sprechen also gegen Sie. Moment, nicht unbedingt. Frau Brückner, was wollen Sie denn hier? Ihr Kollege im Büro sagte mir, dass ich Sie hier finde. Und was soll das heißen, nicht unbedingt? Dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Herr Ginstrup unschuldig ist. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass sein Sohn hinter der Erpressung steckt. Jens? Niemals. Wie kommen Sie darauf? Ich habe mich mal ein bisschen über Sie und Ihre Familie erkundigt und dabei herausgefunden, dass Ihr Sohn Pharmazie studiert. Das heißt, er kennt sich also bestens aus mit Giften. Und nachdem das Signal hier aus dem Laden kam, Herr Ginstrup aber ja die ganze Zeit unter Beobachtung stand. Herr Ginstrup, ist Ihr Sohn im Laden? Ja, ist gerade gekommen. Kommen Sie mal mit. Auf dich. Jens, kannst du mir mal bitte sagen, was du hier machst? Habe ich dir nicht gesagt, dass du das Lager aufräumen sollst? Jetzt bleib mal locker, Dad. Ich fange ja gleich an. Gleich, gleich, gleich. Das höre ich seit einer Woche. Was ist jetzt los? Ich habe doch nur kurz gechillt. Ja, ja, so eine Geldübergabe ist ziemlich anstrengend, nicht wahr? Was für eine Geldübergabe? Die Kommissarin sagt, dass du mich erpresst hast. Sag ihr sofort, dass das nicht wahr ist. Ich soll was getan haben? Glaubt ihr kein Wort. So, genug diskutiert. Wenn Sie mir gestatten, was schauen Sie eigentlich hier die ganze Zeit so hin? Verstecken Sie hier irgendwas? Das dürfen Sie nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihr Vater nichts dagegen hat. Nee, hab ich nicht. Ah. Versteckst du da etwas? Entschuldigung, hätten Sie mal so einen Handschuh für mich? Ja, natürlich. Vielen Dank. Das sieht mir doch ganz nach der Dose aus, die Ihr Vater heute bei der Geldübergabe im Mülleimer deponiert hat. Und so schwer wie sie ist, ist sie auch noch ziemlich gut gefüllt. Was war's denn wohl? Ich bin sicher, wir finden Ihre Fingerabdrücke sowohl auf der Dose als auch auf dem Geld. Jens, du? Ich befürchte, Sie werden sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass Ihr eigener Sohn Sie erpresst hat und beinahe einen anderen Menschen vergiftet hätte. Aber warum nur? Das verstehst du eh nicht. Ich schlage vor, Sie begleiten uns jetzt aufs Revier und erklären mir alles. Vielleicht verstehe ich es ja. Okay, ich komme dann auch gleich mit und gebe meiner Mandantin Bescheid. Kommen Sie.